Die meisten Smartphones werden in der Mittelklasse gekauft. Und sind wir mal ehrlich, schauen wir uns nach einem Smartphone in der Mittelklasse um, dann greifen wir doch in der Regel zu einem Xiaomi, einem Oppo, einem OnePlus oder wie sie auch alle heißen. Doch wen vergessen wir oft? Richtig, Samsung. Und die haben bereits mit dem A52 ein gutes Smartphone in der Mittelklasse vorgestellt. Doch weil ihnen das nicht genug ist, gibt es jetzt eine S-Version. Was genau dahinter steckt, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Also bleibt dran, mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Ja, im Intro habe ich es schon gesagt, wenn man ein Smartphone in der Mittelklasse kaufen möchte, dann greift man in der Regel wirklich zu chinesischen Herstellern, dass sie ein wirklich sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Doch Samsung kann das eben auch und das A52 ist ein sehr erfolgreiches Gerät. Und deshalb hat man sich dazu entschlossen, eine S-Version rauszubringen. Es sind nicht viele Unterschiede, die es insgesamt gibt, doch die, die es gibt, möchte ich gerne in diesem Video noch einmal hervorheben. Am Ende vom Video würde ich euch aber auch noch gerne ein paar alternative Smartphones zeigen, falls ihr nämlich gerade in der Band von der Mittelklasse unterwegs seid und sagt, hey, das klingt zwar ganz interessant, aber come on, was gibt es da noch? Aber beginnen wir doch erstmal und sprechen über die Specs, die wir beim Samsung Galaxy A52 S 5G zur Verfügung haben. Denn Samsung hat hier ein 6,5 Zoll großes Super AMOLED Display verbaut. Dazu gibt es eine Full HD Plus Auflösung und 120 Hertz als Bildwiederholrate. Und darüber freue ich mich, denn es gibt Hersteller wie beispielsweise auch OnePlus, die hier in der Mittelklasse ein paar Federn lassen und nur 90 Hertz anbieten. Also ist das wirklich ein guter Schritt, den man hier in dem Fall geht. Man weiß auch, dass Samsung die besten Panels auf dem Markt verbaut und beziehungsweise sie auch für andere Hersteller anbietet. Und deshalb ist es schön zu sehen, dass man hier bei 6,5 Zoll wirklich das Beste rausholt, was man für den Preis in der Mittelklasse bekommen kann. Ihr habt festgestellt, beim Display gab es also keinerlei Veränderung. Anders sieht es dann aber beim Prozessor aus und das könnte auch schon der Grund für das S im Namen des Smartphones sein, denn wir haben hier anstelle des Qualcomm Snapdragon 750G den Qualcomm Snapdragon 778G verbaut. Dieser ist nicht nur 5G fähig, sondern bietet am Ende vom Tag auch eine bessere Performance von bis zu 35%. Und schaut man sich mal die Kritikpunkte an rund um das Samsung Galaxy A52, dann weiß man auch, das Problem war die Performance. Richtig. Und daran hat man jetzt hier nochmal gearbeitet und 35% können gerade beim Multitasking extrem viel ausmachen. Deshalb finde ich es gut, dass Samsung diesen Schritt gegangen ist. Schade ist hier in dem Fall allerdings, dass wir nur 6 GB RAM und einen internen Speicher von 128 GB bekommen. Diesen könnt ihr zwar mit der Speicherkarte erweitern, trotzdem hätte ich mich hier über 8 GB RAM gefreut, denn in anderen Regionen wird das angeboten. Auch beim internen Speicher gibt es eine größere Konfiguration, da sehe ich das Problem aber nicht wirklich so groß, denn durch die Speicherkartenerweiterung könnt ihr das selbst nochmal ein bisschen aufmotzen. Auch beim Thema Kamera hat man sich dann dazu entschieden, das Setup so beizubelassen. Sprich, wir setzen auf eine Quad-Kamera mit einer 64 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Dazu gibt es dann nochmal eine 12 Megapixel Makrokamera und dann nochmal zwei 5 Megapixel Kameras. Die haben zum einen die Aufgabe als Bokeh oder auch als Makrokamera zu dienen. Nun ja, darüber kann man wie immer streiten, denn für mich ist das Essentielle an einem Smartphone eine gute Hauptkamera und das hat das Samsung hier in dem Fall und eine gute Ultraweitwinkelkamera. Und wie gesagt, beim Vorgänger wurde uns das schon bestätigt, die Fotoqualität kann sich wirklich sehen lassen und in der Mittelklasse mit den anderen Smartphones definitiv mithalten. Auf der Front haben wir dann mittig in Form eines Punch-Holes dann nochmal eine 32-Megapixel-Kamera verbaut. Und das bedeutet im Umkehrschluss, naja, abgesehen davon, dass wir die auch schon in dem Vorgänger hatten, dass ihr sowohl mit der Hauptkamera als auch mit der Frontkamera 4K-Aufnahmen machen könnt. Und damit habt ihr einen wirklich guten Standard, wenn ihr sagt, ihr möchtet nicht nur fotografieren, sondern auch mal coole Videos aufnehmen. Beim Akku hat man auch hier wieder den 4500 mAh Akku verbaut und hier muss man sagen, für Samsung-Verhältnisse lädt dieses Smartphone kabelgebunden doch sehr schnell, denn immerhin sind es 25 Watt. Jetzt werdet ihr natürlich nach rechts und links schielen und feststellen, okay, das können andere Hersteller wesentlich besser. Welche das genau sind, das werde ich euch natürlich im Anschluss an dieses Video nochmal verraten. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich immer gerne am Ende des Videos hervorhebe. So haben wir natürlich einen optischen Fingerabdrucksensor, wir haben einen NFC-Chip verbaut, wir haben eine IP67-Zertifizierung, also ihr könnt das Smartphone auch mal bei Regen kurz draußen lassen oder auch damit ins Wasser gehen, vorausgesetzt es ist immerhin kein Salzwasser.
Und dazu gibt es Android 11 mit der altbekannten One UI 3.1. Und dafür hat Samsung ja bereits sehr viele Komplimente bekommen. Und das gilt es auch nochmal hervorzuheben. Denn während andere chinesische Hersteller sich mehr auf die Hardware fokussieren, setzt Samsung auch den Fokus auf die Software. Denn sie haben nicht immer die beste Hardware verbaut, das kann sein. Aber gerade mit der Software möchten sie versuchen, die Kunden auf ihre Seite zu ziehen. Und dazu muss man immer noch erwähnen, sie haben eine sehr gute Update-Politik, was ihre Smartphones angeht. Denn die Software-Updates kommen sehr zügig und auch die Major-Updates sind bei Samsung mitunter als erstes vertreten. Konnte ich euch vielleicht jetzt schon für das Samsung Galaxy A52s 5G überzeugen, dann könntet ihr das schon ab Ende August zu kaufen bekommen. Für einen Preis von 449 Euro steht es dann in den Regalen und bei den Farben könnt ihr dann zwischen Schwarz, Grün, Blau und Violett sogar auswählen. Und ich muss sagen, die Farben gefallen mir ganz gut und mit vier Farben ist das sogar noch wesentlich mehr als andere Hersteller in der Mittelklasse oder auch generell in ihrem Sortiment anbieten. Ah, und für diejenigen, die sich jetzt fragen, ob sich ein Update vom Samsung Galaxy A52 5G zum S-Modell lohnt, nein. Es ist gut zu sehen, dass man diese 35% bessere Performance bekommt, doch der Rest ist im Endeffekt gleich geblieben. Und dafür dann das Update eines Smartphones zu machen, das stelle ich wirklich in Frage. Solltet ihr aber gerade auf der Suche nach einem Smartphone in der Mittelklasse sein, dann kann ich euch das Samsung Galaxy A52s 5G auf jeden Fall empfehlen. Sagt ihr aber jetzt, okay, interessant wirkt das Ganze schon, aber come on, was für Smartphones gibt es noch da draußen? Dann gibt es wirklich zwei Klassiker, die ich immer empfehlen kann. Zum einen haben wir das Poco F3 und das bekommt ihr schon für unter 400 Euro und das selbst in der größeren Speicherkonfiguration, denn hier habt ihr den angesagten Qualcomm Snapdragon 870 verbaut und das bedeutet, gerade in puncto Performance könnt ihr das Samsung Galaxy hier in dem Fall nochmal schlagen. Sagt ihr aber, ihr legt auch Wert auf schnelles Laden und auf eine super Hauptkamera, dann würde ich euch gerne noch das OnePlus Nord 2 empfehlen. Auch das bekommt ihr bereits ab 399 Euro. Wenn ihr euch für diese beiden Geräte interessiert, schaut mal hier oben nach, denn da seht ihr nochmal die Videos dazu, denn die Geräte habe ich bereits hier auf meinem Kanal getestet. Habt ihr noch einen anderen No-Brainer in der Mittelklasse, dann schreibt den auch gerne mal unten in die Kommentare, denn ich freue mich immer über den fairen Austausch mit euch und bin gespannt, welches Smartphone ihr noch empfehlen könnt. Wie immer sage ich vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.